Servus und moin zu den neuen Release Notes für die Iteration 2019.05. Dann fangen wir auch gleich mit dem Pages Builder an. Und zwar hatten wir hier unter Content Struktur unter den Typen bei der Volltext-Zuhörer, also wenn der Typ All verwendet wird, wird jetzt in der Pages der richtige Link erzeugt. Des Weiteren gibt es im Pages Builder ein paar kleinere Layout-Optimierungen. Und ein neues Feature. Ich mache mal was Simples auf. Übernachten. Bei den Wohnmobilstellplätzen zum Beispiel soll auf der Detailseite keine automatische Hypersuche gefeuert werden. Dann bitte hier diese Checkbox aktivieren. Bei der Thomas-Integration hat sich ein bisschen was getan. Und zwar gab es einen Fehler innerhalb von Data, wenn eine Belegung bis 20.100 eingetragen wurde. Diese Fehlermeldung haben wir jetzt unterdrückt und man kann jetzt auch wieder arbeiten damit. Auch wenn natürlich so ein Zeitbereich ein bisschen optimistisch ist. Im Homepage-Modul war das alte Homepage-Modul noch verlinkt. Wenn man jetzt hier drauf klickt, kommt nur die Information, kontaktieren Sie bitte OBS für die neuen Module. Und zum anderen haben wir uns an die neue Version 2.24 von Thomas angedockt, aus Data raus und im Hyper-Provider. Unter den ET4 Analytics Punkt Mandantenkennungen, ich habe jetzt einfach mal was drüber geklickt, dass man nicht die ganzen Kennungen sieht, wurde dieser Button hier angepasst. Hier konnte ein neues Passwort vergeben werden. Jetzt wird nur ausgelöst, das gleiche wie Passwort zurücksetzen, das heißt eine E-Mail wird an den User geschickt, dass er sich sein Passwort neu setzen kann. Eine neue Sprache zu pflegen gibt es jetzt, und zwar Dänisch. Überall in Data, alle übersetzbaren Textboxen, Text Areas und so weiter, kann jetzt auch Dänisch gepflegt werden. Im Toon-Editor, wenn man eine GPX-Datei hochgeladen hat, gab es Probleme mit der Umstellung auf Data Destination 1. Dieses Problem wurde jetzt behoben und ein GPX-Upload sollte wieder problemlos möglich sein. Dann sind wir wieder durch mit den Neuerungen und Änderungen in Destination Data.